Hallo, ich bin Lisa und arbeite am Max-Planck-Institut für Physik in München am Katrin-Experiment. Ich beschäftige mich mit der statistischen Auswertung der Messdaten für Katrin. Zur Erinnerung, in Katrin beobachten wir das Elektron, das beim radioaktiven Zerfall von Tritium entsteht. Über einen langen Zeitraum, in dem viele Zerfälle stattfinden, messen wir die Anzahl der Elektronen und ihre Energie. Der Zusammenhang zwischen Anzahl und Energie wird Energiespektrum genannt. Die Aufgabe der Datenanalyse ist es nun, aus dem gemessenen Energiespektrum die Masse des Neutrinos zu bestimmen. Zur Vorbereitung sammeln wir alle uns zur Verfügung stehenden Informationen. Erstens kennen wir die physikalischen Gesetze, die den radioaktiven Zerfall des Tritiumkerns beschreiben. Verpackt in eine mathematische Formel können wir so das theoretische Energiespektrum vorhersagen. Zweitens wissen wir genau, wie unser Experiment aufgebaut ist und wie es funktioniert. Wir wissen beispielsweise genau, wie das Elektron von der Quelle zum Spektrometer gelangt und wie viel Energie es dabei verliert. Wenn wir beide Punkte, die Theorie des radioaktiven Zerfalls und die Beschreibung von unserem Experiment kombinieren, kommen wir zu einer ersten ungefähren Beschreibung unserer Messdaten. Man sieht, dass unser Modell zu diesem Zeitpunkt die Messdaten noch nicht 100% beschreiben kann. Um die Beschreibung von unseren Messdaten zu verbessern, gibt es verschiedene Stellschrauben in unserem Modell. Indem wir an diesen drehen, können wir die Übereinstimmung von unseren Messdaten und dem Modell verbessern. Die wichtigste Stellschraube ist das Gewicht des Neutrinos. Für größere Neutrinomassen verformt sich unser Modell hin zu kleineren Energien. Setzen wir kleine Neutrinomassen in unser Modell ein, verschiebt sich unser Energiespektrum hin zu größeren Energien. Wir wissen natürlich nicht, welchen Wert wir für die Neutrinomasse einsetzen sollen. Daher probieren wir einfach mal unterschiedliche Werte aus und vergleichen unser Modell mit den Messwerten. Für jeden Datenpunkt berechnen wir den Unterschied zwischen Messwert und Modell. Die Summe aus den einzelnen Unterschieden ergibt den Gesamtunterschied zwischen Messung und Modell. Je kleiner der Unterschied, desto besser passt unsere Neutrinomasse, die wir eingesetzt haben, zu den Messwerten. Nachdem wir unzählige verschiedene Werte getestet haben, finden wir schließlich einen Wert, der am besten passt. Hierfür ist der Unterschied zwischen Modell und Messwerten minimal. Wir haben unsere Neutrinomasse gefunden. Aber wie sicher sind wir uns dabei? Schauen wir uns das Ganze noch einmal im Detail an. In diesem Graph sind die Unterschiede zwischen Messung und Modell als Funktion der Neutrinomasse aufgetragen. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die Unterschiede für kleine Neutrinomassen alle ähnlich klein sind. Das bedeutet, dass verschiedene kleine Neutrinomassen alle mit unserer Messung kompatibel sind. Erst ab einer bestimmten Neutrinomasse nimmt der Unterschied deutlich zu. Das ist so ähnlich wie bei einer Küchenwaage. Versucht man, einen sehr leichten Papierflieger damit zu messen, zeigt die Waage 0 Gramm an. Da wir aber wissen, dass die Waage eine Genauigkeit von 1 Gramm hat, wissen wir nun, dass der Papierflieger höchstens 1 Gramm wiegen kann. Genauso wissen wir durch unsere zweite Messkampagne, dass das Neutrino leichter als 0,8 Elektronenvolt sein muss.